ist, beginnend mit dem 3. Jahrhundert vor Christus, beim ersten Jahrhundert ist es abgeschlossen, die Übersetzung des Alten Testamentes, oder der Schriften des Alten Testamentes. Gibt es ja noch nicht als komplette Sammlung. Ja? Auch nicht als Bücherregal. Zu sagen, ich will ein Regal Altes Testament haben, mit den ganzen Rollen drin. Ja? Das wird erst wieder, das definiert man erst, nachdem Jerusalem zerstört ist. Auf der Synode von Jamnia, erstes Jahrhundert nach Christus, wird sozusagen verbindlich dann die Sammlung, der Kanon, wir kommen noch darauf, des Alten Testamentes festgelegt. Aber diese Schriften liegen vor und man übersetzt die in der sogenannten Septuaginta. Dazu gibt es eben die Legende, daher der Name 70, dass es 70 Weise Gelehrte waren, die das übersetzt haben. Der Hintergrund der Legende ist insofern schön und auch sprechend, als 70 damals die Zahl der bekannten Weltvölker war. Damit wird natürlich auch der Anspruch schon deutlich, wir wollen jetzt das, was an Offenbarung an Israel ergeht, in die ganze Welt bekannt machen. Und deshalb nimmt man die Sprache, die damals alle gebildeten Gelehrten sprechen, das ist Griechisch. Also deshalb Septuaginta. Die ist von ganz großer Bedeutung auch für das Christentum. Weil diejenigen, die sich in den Synagogen finden, die zwar von Geburt her nie Jude werden können, weil dazu muss man eine jüdische Mutter haben, die finden das total klasse, das ist in der damaligen Zeit. Also seit der Kritik des Sokrates an dem Polytheismus, ja, an diesen Vielgöttern, die so ganz menschliche Züge haben, ja, und denken Sie nur an die ganzen Geschichten von Zeus und seiner Gattin und dann kommt der Schwan und dann ist einmal der Stier und all diese Sachen, ja, darüber macht sich der Sokrates lustig und wird deshalb ja wegen auch den Gotteslästerung und Verführung der Jugend verurteilt, ja. Aber seit dieser sokratischen Hinterfragung dieses Vielgötterhimmels in sehr menschlicher Gestalt, hat dieser Vielgötterhimmel auch einen Knacks. Ja, das sind für viele Gebildete in der Antike, sind das Ammenmärchen. Ja, sozusagen, die können euren Kindern noch erzählen, da wollen wir nichts von wissen. Aber hier, das, was in Israel sich zeigt, der Monotheismus, in einer klaren Konzentration, mit einem ganz hohen, auch ethischen Anspruch, das wird plötzlich bekannt gemacht in der Sprache und das sozusagen die auch eine bestimmte intellektuelle Elite auch, die finden das sehr anspruchsvoll. Und die finden sich in den Synagogen. Die sitzen natürlich immer nur auf den hinteren Plätzen, weil die nie vollwertig Mitglied Israels sein können, weil sie da nicht hineingeboren sind. Weil sich hier religiöses Element und völkisches Element noch mischen, wie das bis heute ist. Das ist ein Teil der Grundspannung in Israel, dass sie sagen, natürlich, wir sind Israelis, wir sind Juden, aber es hat auch nichts mit Religion zu tun. Ja? Wenn Sie so einen säkularen Staat ansehen, oder denken Sie an die Leute in die Kibbutzim, die bewusst ein ganz säkulares Programm fahren. Und da gibt es natürlich die andere Seite, die sagt, hey, das geht gar nicht. Ja? Israel hat man nicht ohne Religion. Das kann gar nicht sein. Also, diejenigen, die die Septuaginta kennenlernen, lesen, hochattraktiv finden, sitzen zur Zeit der paulinischen Mission hinten in den Synagogen. Und das sind diejenigen, die plötzlich in die erste Reihe rücken dürfen im Christentum. Zu sagen, ihr habt einen Zugang auch zur Offenbarung Israels, die sich erfüllt in Jesus Christus. Und ihr müsst nicht den Umweg gehen, sozusagen Juden zweiter Klasse zu sein, sondern ihr könnt Christen werden. Das ist sozusagen eine Explosion, die da passiert. Und das ist mit dieses Buch, das ich hier in Händen halte, ja, Septuaginta, die griechische Übersetzung der alttestamentlichen Schriften, hängt hiermit zusammen.